Was machen über 3000 gescheite Köpfe in der brütenden Sommerhitze Athens? Sie denken. Und sie denken laut, miteinander, gegeneinander, diskutieren, sinnieren, reflektieren, tauschen sich aus. Über das, was sie in den Kontinenten und Ländern der Welt an Wissen gefunden haben und hierher getragen haben zum 23. Weltkongress der Philosophie. So wie Naozumi Mitani aus Kyoto, Spezialgebiet, die Denkschule des Nichts. Der wichtigste Grund, warum ich hier bin, ist der Veranstaltungsort Athen. Das ist der Ort, wo die Philosophie geboren wurde. Ein ganz besonderer Ort. Für mich ist ein Traum wahr geworden. Hier lehrten Sokrates, Platon, Aristoteles. Hier thronten die Götter auf der Akropolis. Von dieser Nähe wollen sich die Philosophen der Moderne inspirieren lassen und neue Antworten auf die drängenden Fragen dieser Zeit finden. Der Philosophie gelingt ein Kunststück, sagt der Präsident des Weltkongresses. Sie beleuchtet die Themen unseres Lebens inmitten einer schweren finanziellen Krise. Tatsächlich geht es in den Workshops nicht nur um schwer verdauliche Themen, wie zum Beispiel die zeitgenössische Ontologie des Chaos, sondern ganz konkret um die Sinnkrise der Globalisierung. Das klingt dann erstaunlich frisch und gar nicht verstaubt. Meines Erachtens ist die Philosophie dann noch nötiger, wenn man eine Krise erlebt. Im Wohlstand vergisst man oft die Philosophie und vergisst man auch zu vertiefen. Eine besonders angenehme Eigenschaft des Philosophen, die in der gehetzten Moderne immer seltener wird, erst denken, dann antworten. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass der Weltkongress für Philosophie genau zu dieser Zeit in Griechenland stattfindet. Denn Griechenland muss auch wieder sich besinnen auf die kulturellen Wurzeln, das kulturelle Erbe und gleichzeitig zeigen, welche wichtigen Traditionen es für Europa und das gesamte und die gesamte Welt beizutragen hat. Immer stärker wird der Einfluss der fernöstlichen Philosophie, die alte Fragen neu aufwirft. Die Marktwirtschaft funktioniert nicht für jedermann. Sie drängt die unterprivilegierten Schichten an den Rand. Wenn wir nicht zu den Wurzeln zurückgehen, zu den philosophischen Grundlagen, dann zementieren wir diese Benachteiligung. Es geht auch heute um Gleichheit und Entwicklung. Andererseits dürfe man den Einfluss der Philosophie nicht überschätzen, sagt niemand anders als der deutsche Philosoph Jürgen Habermas, angesprochen auf die Spannungen zwischen Deutschen und Griechen wegen der Finanzkrise. Die Philosophie kann hier keinen speziellen Beitrag leisten, aber Philosophen sind ja auch Bürger und als solche können sie sich engagieren für einen besseren Umgang miteinander. Um sich dazu inspirieren zu lassen, können die Denker der Welt gemeinsam zu den antiken Ursprungsorten in Athen zurückkehren, zum Beispiel zur Akademie des Platon, der ersten Philosophenschule der Welt.